Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute die letzte Woche des alten Jahres. Ich werde jetzt die Hasenbetten frisch machen. Weihnachten ist jetzt offiziell vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ja, es war ein komisches Weihnachten. Weihnachtsstimmung war die ganze Zeit nicht vorhanden, auch nicht während Weihnachten, aber es ist total schnell vergangen. Es waren ja dieses Mal sehr viele Feiertage. Und wir hatten ja dann auch noch den Sonntag. Aber irgendwie, es war wie wie ein Wischer was vorbei. Ich habe jetzt den Schreck meines Lebens bekommen. Die Babys haben Hüpfenszeit. Und ich habe die Terrassentür aufgemacht und Emmy war im Schlafzimmer unterm Bett oder ist noch unterm Bett. Und ich wollte sie jetzt holen. Und ich dachte, der Erik ist auch im Schlafzimmer unterm Bett. Ist er aber nicht. Da war nur die Emmy und ich so, oh Gott. Jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Ist der irgendwie raus? Wo ist der Erik? Ich habe ihn gefunden. Der Erik ist hier. Im Schrank. Und ich dachte jetzt schon so, oh ja, ja, ja. Also. Liegt der Erik im Schrank? Treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Ich zeige euch jetzt was ich vor ein paar Tagen mitten im Wald entdeckt habe. Und zwar, wir kommen langsam näher. Ein kleiner Christbaum mitten im Wald geschmückt. Total süß. Die Babys werden sich heute Abend freuen. Ich habe nämlich ganz schön viel Löwenzahn gefunden, dafür, dass wir Dezember haben. Hier sind auch noch welche. Auch noch ein paar Löwenzahnblätter, sogar ziemlich große. Was sie auch noch essen oder essen können, sind hier diese, achso, da ist er mal, ich weiß nicht, wie die heißen, aber es sind irgendwelche Nesseln. Ich glaube Taubnesseln, bin mir aber nicht ganz sicher, ob die wirklich so heißen, aber es sind auf jeden Fall irgendwelche Nesseln und ja, können sie auch essen. Stängel von den Schwarzbeeren oder Preiselbeeren. Die kann man auch ganz gut verfüttern. So, und jetzt nochmal eine kleine weihnachtliche Überraschung mitten im Wald. Es gibt nämlich noch einen zweiten kleinen geschmückten Baum. Und zwar den hier mit lauter Silberkugeln. Ich bin immer noch mitten im Wald. Langsam wird es dunkel. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, weil es eben schon so dunkel ist. Aber es hat zu schneien angefangen. Und mir ist eben ein Gedanke gekommen, den teile ich daheim mit euch. Seht ihr den Schnee? Bisschen, glaube ich, sieht man es. Schaut mich an. Okay, man sieht es nicht, aber ich bin ein eingeschneiter Schneemann und ich tropfe. Und sieht man es noch ein bisschen? Also es hat jetzt echt richtig zu schneien angefangen und der Schnee tropft von meiner Kapuze. So, und ich kann es gar nicht abwarten, euch von meiner Idee zu erzählen. Jetzt schäle ich mich hier erstmal aus diesen ganzen Schichten und dann tropfe ich noch eine Runde die Babys. Jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. Also, ich tropfe dann noch eine Runde und dann erzähle ich euch von meiner Idee, die ich gerade richtig gut finde. Und vielleicht, wenn ihr das Video seht, habe ich die Idee schon umgesetzt, weil ich es nicht abwarten konnte. Aber ich will euch dann wenigstens erzählen, warum, wieso, weshalb. Das ist übrigens Emmys neuer Lieblingsplatz, wie kritisch sie schaut. Hm, Erik. Emmy. Habe ich mir überlegt. Ich habe ja eine kleine Hasenfamilie und ich bin sozusagen die Hasenmama. Und der Content auf meinem Kanal ist ja auch sehr hasenlastig und die Hasen waren ja schon immer ein ganz wichtiger Bestandteil von meinen Videos. Und deswegen habe ich überlegt, meinen Kanal umzubenennen. Jetzt ist nur die Frage,
In welchen Namen? Ich habe nämlich ein paar zur Auswahl. Also mein erster Gedanke war Hasenstark Familie. Dann dachte ich Familie Hasenstark und dann kam mir noch der Gedanke eine hasenstarke Familie. Wobei, da weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht zu lang ist. Vielleicht starte ich eine Umfrage bei Instagram und frage euch da um eure Meinung. Und dann könnt ihr da abstimmen. Eventuell ist aber jetzt auch schon alles gelaufen und der Name steht dann schon fest. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, warum ich jetzt so heiße. Da kann man sich dann einfach besser was drunter vorstellen, was es hier auf diesem Kanal gibt. Und Simone Stark, das bin zwar ich, aber es ist ja noch so viel mehr auf dem Kanal und eben wirklich hauptsächlich die Hasen. Vom Content oder vom Inhalt ändert sich jetzt nichts von den Videos, aber es war ja bisher auch schon sehr hasenlastig. Deswegen, damit jeder von Anfang an weiß, um was es hier geht, dachte ich, wäre der Name eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mal die Umfrage gestartet und ich bin gespannt, was rauskommt. Und was ich dann letzten Endes nehmen werde als Namen. Jetzt beantworte ich noch ein paar von euren Kommentaren. Da bin ich in der letzten Zeit gar nicht dazu gekommen, die letzten Tage. Ach so, noch ein kleines Update zu Eriks Vorfall, den er einen Tag vor Weihnachten hatte. Es ist alles wieder an Ort und Stelle. Also es war am Abend schon wieder alles gut. Der Tierarztbesuch war sehr heilsam. So, ich probiere heute zum allerersten Mal meinen neuen Topf aus, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das ist ein Dampfgartopf. Der hat 2 Etagen. Und zwar so. Und wie ich das verstanden habe, soll man eigentlich alles hier oben reingeben. Aber ich habe jetzt gedacht, für die Kartoffeln und den Brokkoli, den ich koche, dass ich jetzt erstmal unten die Kartoffeln koche. Und wenn die fast weich sind, dann gebe ich oben drauf den Brokkoli und dann habe ich quasi so einen Doppeldecker und spare mir eine Herdplatte, weil ich alles in einem habe. Und dann müsste das so funktionieren. Jetzt wollte ich zeigen, wie Holly Polly schnarcht. Ah, jetzt. Eine neue Serie entdeckt bei Netflix, die ich demnächst schauen möchte. Und zwar heißt die Bridgerton. Oder wie auch immer man die ausspricht. Ich blende euch das mal hier ganz kurz ein. Und das gefällt mir doch ganz gut. Also ich bin immer noch bei das Damengambit. Aber ich glaube, die könnte ich mir als nächstes anschauen. Ich setze die mal auf meine Liste. Die ist heute auch die Nummer 1 in Deutschland. Ich lese euch mal vor. Es ist eine romantische Dramaserie. Serie nach Buchvorlage, Historienfilme. Diese Serie ist Schmetterlingsgefühle bewegend romantisch. Diese von den Bestsellern von Julia Quinn inspirierte Serie begleitet die 8 Geschwister der Familie Bridgerton in der Londoner High Society auf der Suche nach der Liebe. Oh ja, das ist eine Serie für mich, vor allen Dingen auch die Zeit, in der sie spielt, habe ich auf meine Liste gesetzt. Und wenn ich mit dem Damengambit fertig bin, dann schaue ich die. Das ist immer, wenn man noch eine Serie schaut und die noch zu Ende schauen möchte und dann entdeckt man neue Serien, dann will man am liebsten sofort anfangen. Meistens setze ich mir das dann auf die Liste. Und dann vergeht eine Zeit lang, bis ich die Serie, die ich aktuell schaue, durch habe. Und dann habe ich es schon wieder vergessen. Erik saß im Korb. Das ist so süß, wenn sie noch so klein sind, dann erkunden sie halt echt alles und sind überall. Und da muss man echt aufpassen. Ne, im Schrank war er ja heute auch schon. Der Erik. So, und während der Erik alles erkundet, schläft die Lotte eine Runde bei Mama Holly. Also jetzt ist die Lotte aufgewacht und der Erik treibt hier sein Unwesen. Unsere Emmy ist auch aus ihrer Schüssel gekommen. Ich bereite gerade das Abendessen für die Babys vor und es schneit immer noch.
Mama Holly kümmert sich um ihre Kinder und Erik hat gerade seine 5 Minuten. Ich konnte es bisher leider noch nicht einfangen. Manchmal springt er rum und schlägt Haken und macht Luftsprünge. Und unser Bruno steckt unter der Couch. Für ihn ist die neue Situation am schwersten mit dem neuen Mann. Da ist er. Unser kleiner Süßer. Und Erik, was machst denn du da? Ist es da schön? Und Bruno kümmert sich um seine Schwester. So lieb. Gibt's gleich Abendessen für euch? Ja? So, ich habe jetzt den Brokkoli oben mit drauf gegeben und ja, es wird. Was hatten die Emmel da? Einen Thymian hat sie im Fell. Ein Thymianzweig. Bruno weiß nicht wohin. Und die zwei leben jetzt im Badezimmer. Excuse me. Also ich glaube, die machen das Badezimmer jetzt nicht mehr frei. So, funktioniert ganz gut mit dem Brokkoli. Der ist sogar schon fertig, dann kann ich das schon mal ausstellen. Dem Baby schmeckt's und die Lotte brummt. Der Erik, der sitzt immer noch im Badezimmer, da quält's ihm. Wie schön der Bruno ist, das freut mich total. Erik ist aus dem Badezimmer gekommen, ja sowas. Schätzle, es gibt Abendessen. So, jetzt wird zusammen zu Abend gegessen. Sehr schön. So, ich glaube, das mit dem Namen dauert doch ein bisschen länger, aber es zeichnet sich eine Tendenz ab zwischen zwei Namen. Ich glaube, ich mache dann zwischen den beiden Namen nochmal eine Umfrage und dann könnt ihr dann nochmal abstimmen. Aber auf jeden Fall ist schon eine Tendenz zwischen zwei Namen. Bei dem einen Namen, wie gesagt, da weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht zu lang ist, wenn dann steht eine hasenstarke Familie als Kanalname quasi. Aber naja, schauen wir mal. Ihr könnt auch mal schreiben, was ihr generell davon findet und falls ihr nicht bei Instagram abgestimmt habt, ich glaube, meine Blumen brauchen neues Wasser, könnt ihr auch mal hier schreiben, welcher Name euch am besten gefällt. Also entweder Nummer 1, Hasenstark Familie, Nummer 2, Familie Hasenstark und Nummer 3, eine hasenstarke Familie.
So, ich verabschiede mich jetzt von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr und eine schöne Zeit wünsche ich euch. Bleibt gesund und macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Der Akku blinkt jetzt auch. Also genau der richtige Moment, um Tschüss zu sagen. Und mein Telefon klingelt. Wunderbar.